Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren TCG Opening. Heute ist es mal wieder an der Zeit, Magic aufzumachen. Mit Fibo und mir. Fibo ist derzeit noch auf der Toilette, weil er gerade zu Hause eine Disco macht, wie ihr unten seht. Wir haben heute ein schönes Set da, und zwar ist das Magic the Gathering, The Lord of the Rings, Tales of Middle-Earth. Und wir haben hier die Collector's Box Special Edition. Irgendwo steht das auch drauf. Collector Booster Special Edition. Ein Display sind 12 Packs drin, sagte Fibu nur. Und da das die Collector's Box ist, kann man hier wieder ein paar sehr wilde Sachen bekommen. Fibu hat natürlich wieder als Magic-Profi den kompletten Überblick und kann uns gleich sagen, was denn hier die fetten Hits sind. Da gehen wir jetzt zusammen rein, sobald Fibu vom Pinkeln fertig ist. Ich glaube, da ist er gerade. Aber natürlich auch nochmal kurz den Shoutout an Card Buddies natürlich, die sowohl Fibu als auch mir dieses Display rumgeschickt haben. Und das machen wir jetzt zusammen auf. Card Buddies solltet ihr ja mittlerweile auch kennen. Wir haben ein paar 151 Packs schon aufgemacht. Wir waren in Hanau im Laden der Card Buddies. Sie haben nämlich auch einen Offline-Laden, wo ihr vorbeigehen könnt, in Hanau neben Frankfurt, wo wir das First Edition Base Set Unboxing gemacht haben. Und die verkaufen Sammelkarten. Pokémon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Magic, bald auch wieder Disney Locana. Das ist der Sascha in seinem Laden, beziehungsweise ich glaube sogar hinten im Lager ist das drin. Das ist der Sascha von den Card Buddies, und wenn ihr hier vorbeischauen möchtet, dann macht das sehr gerne. Guck mal hier, First Edition New Destiny Box Break ist noch drin. Die sind aber tatsächlich schon alle ausverkauft, die Packs. Da machen Dan und ich am 17. Dezember um 14 Uhr den nächsten Vintage Box Break. First Edition New Destiny geht auf, es wird völlig krank. Und wenn ihr euch da selbst mal durchklicken wollt, Ausrufezeichen Card Buddies im Chat. Oder auf YouTube in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt 5% sparen mit dem Code Treluxe. So, und dank denen machen wir das heute wieder. Und Fibu hat seinen Lichtschalter auch gefunden. Ich mache kurz nochmal einen Command rein. Und dann machen wir hier mal wieder ein paar schöne Packs auf. Im Hintergrund läuft ein bisschen Lofi-Hip-Hop. Und hier sind einige krasse Karten wohl auch wieder drin. Und ob wir da was ziehen, werden wir gleich sehen. So. Und da würde ich sagen, gehen wir rein. Hello. Hallo. So, ich habe schon mal Intro gemacht, während du pullern warst. Alles. Hat nochmal Shoutout an die Card Buddies gemacht. Mach mal meinen Rave aus. Ja. Also, was hast du gesagt, wie teuer so eine Box ist? Ich kann ja mal gucken bei den Card Buddies. Ich glaube, ob's knapp, gibt. Knapp 300 oder sowas. Ich schau mal gerade rein. Magic the Gathering, gibt's überhaupt noch zu kaufen? Das ist, Tales of Middle-Earth Special Edition Collector's Box. Collector Display. Englisch. Gibt's noch Commander Masters? Ja, genau. Gibt's auch noch bei den Card Buddies. Lieferung Montag, 13. November. Also wäre sogar morgen schon da. Und dann gibt es noch Wildnis von Eldraine. Das ist das das vorletzte Standard Set. Wilds of Eldraine. Okay, auf jeden Fall eine fette Box. Das heißt, wenn so eine Box 300 Euro kostet, dann wollen wir natürlich auch was Schönes rausziehen. Ich habe gerade schon gesagt, du hast ja einen Überblick, du hast dir ein paar Karten angeguckt. Mhm. Gibt's einige coole Karten, auch ziemlich teure Karten, die man herausziehen kann. Ja. Was ist denn die, schon auf, ja? Was ist denn die krasseste, ja? Die krasseste, die du ziehen kannst, wird wahrscheinlich irgendeine Numbered-Karte sein mit einem Poster-Treatment. Und wahrscheinlich The One Ring oder so, die wird halt wahrscheinlich, also wenn die serialized ist, wahrscheinlich gut im hohen vierstelligen Bereich sein. Okay, krass. Ja, vielleicht haben wir, ey, komm. Also mit Kilian mache ich immer One Piece auf. Wir haben bisher gar kein Glück gehabt. Warum wir denn jetzt nicht einfach mal mit Magic? Krass, ey, da hast du so ein Pokémon-Display, das ist doppelt so groß und halb so teuer. Und da sind halt auch echt einfach nur so ein paar. Einfach echt nur so ein paar Packs drin. 12 Stück. Aber die sind fett. Ja. Guck mal, das ist alles. Ich habe gerade 300 Euro in der Hand. Holy moly. Das ist schon crazy, ja. Okay, Sleeves habe ich da. Hände habe ich gewaschen. Card Saver habe ich da.
God damn. Mach mal kurz, warte, wo sind sie denn, die Alerts? Ich mach die, glaube ich, mal kleiner. Dankeschön, Henning. Und pack sie vielleicht hier unter die Facecam. Packs hin, hier. Wo würdest du aufmachen? Dann kann ich das nochmal verschieben, aber eigentlich hatte ich es so wie beim letzten Mal. Hier, wo meine Hände ungefähr so sind. Ja, ja, mach mal eins in der Hand, so wie du machen würdest. So wahrscheinlich. Ja, das denke ich. Okay, vielleicht noch ein bisschen hoch, warte mal. Vielleicht. Mein Setup ist auch nicht so geil, deswegen. Ich schneide ja mal ein bisschen was ab. Was ist eigentlich von der Quali, geht das? Ja, jetzt ist. Du hast Autofokus, glaube ich, nicht an. Du musst aber Doppel-Tap machen. Na gut, guter Call, habe ich den an? Ups, wo bin ich denn? Ja, bei mir fokussiert das. Oder? Die Hand ist unscharf, das fokussiert nur auf den Hintergrund. Ah, kannst du verstehen. Na, Continuous steht und dann ist gut. Jetzt müsste. Ja, das klappt. Nice, okay. Der eine Ring wird aktuell für 2 Millionen gehandelt. Nee, der ist schon weg. Den gibt's in dem Pack nicht. Und es gibt auch nicht die anderen Serialized Rings in dem Set. Gibt aber andere Serialized Karten. Die auch krass sind. Natürlich nicht so teuer wie der Ring. Den Ring hat Post Malone gekauft für 2,6 Millionen US-Dollar. Nicht für 2 Millionen, aber mit der Typ, der den verkauft hat, nach Steuern, die 2 Millionen hat, hat er ihm nur 600.000 einfach draufgepackt. Also du öffnest jetzt? Ja. So. 12 Packs, 300 durch 12. Wir machen gerade pro Ding irgendwie, wie viel sind das? 25 Euro auf? Ja, knapp wahrscheinlich. Nee, ein bisschen mehr. Bisschen mehr. Ja, irgendwie 30 oder so? Fast 30 Euro. Ich habe oben direkt eine Karte. Habe ich die verkehrt rum? Nee. Oh mein Gott, ich krieg die Packs nicht richtig auf. Weißt du, ob wir einen Card-Trick machen müssen? Hello? Nee. So. Gott. Ja. Die sind richtig fest verschlossen irgendwie im Vergleich zu anderen Packs. Meins ging ganz gut auf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es halt richtig unten habe, weil auf der anderen Seite sehe ich auch eine Karte. Also ich habe sie aufgemacht mit der Rückseite nach oben und ich habe einen Food. Andersrum musst du sie umdrehen. Okay. Da habe ich Ants Fury. Genau, wir haben jetzt hintereinander zwei Common Scroll Karten. Ja. Das sind halt wie so Showcase-Karten quasi. Das sind zwei Commons. Ohne Foil. Ja, warte mal, bei dir fokussiert wieder nicht. Ich glaube, du musst ein bisschen tiefer halten vielleicht. Wegen dem Glare, glaube ich, irgendwie. Kann das sein? Ja, irgendwie fokussiert gar nicht. Also die... Nee, der Fokus ist... Ich glaube, du bist vielleicht wieder rangekommen? Nee, der hat nur den Hintergrund. Ich glaube, du musst nochmal double tappen. Oh. Bin ich denn... Ja, jetzt fokussiert. Ich glaube, wenn du ganz tief am Tisch hältst, ist besser, weil dann sieht man mehr. Okay. Ja, genau, so ist besser. Okay. Blendet halt ganz schön extrem bei mir. Aber es geht schon. Ich glaube, man erkennt's. Ants Fury habe ich. Sam's Desperate Rescue. Genau, die ersten zwei Karten sind jetzt hier eben die Scroll-Dinger in Commons. Okay. Dann kriegen wir danach zwei Scrolls in Uncommon. Ups, scheiße, ich habe schon was geleakt. Legolas. Bei den Uncommons, die besten Karten, die du haben kannst, sind Nazguls. Die sind alle ungefähr immer so zwischen, was weiß ich, 7 und 10 Euro wahrscheinlich wert. Okay. Nazgul. Ja, hier zum Beispiel der hier. Die sind auch gar nicht so einfach zu ziehen. Also die sind relativ selten. Das heißt, die vierte Karte, die du gezogen hast? Ja. Okay, ja. Okay, da habe ich Legolas gehabt. Ja. Und jetzt kommen zwei Scrolls in Foil, also Commons, und dann noch zwei Uncommons in Foil. Okay. Ich habe Lembas in Holo bekommen sogar. Morgul, Knife Wound. Bill Ferni. Okay, und jetzt kommt einfach ein, das ist Search Foil. Ich weiß nicht, ob man das bei mir sieht, aber bei dir wird man es wahrscheinlich gut sehen. Dass das Land, das kriegt. Ja, das ist cool. Das ist, wo ich Swamp habe jetzt, ne? Genau, wie ich auch.
Ja. Also wir haben beide Swamps, aber unterschiedliche. Genau. Und jetzt kommen die ganzen Rare-Sachen. Jetzt kommt, was kommt jetzt? Erstmal Non-Foil-Rare-Mythic. Ja. Wir haben Chagrat-Lootbearer. Der Bunkered Guess. The Shire in Foil. Ich hab Gollum. Gollum! Gollum, Obsessed Stalker. Kann er was? Der kann, glaube ich, leider nichts. Schade. Dann kriegen wir, glaube ich, irgendeine Borderless-Karte in Non-Foil, aber... Ja. Ja. Rally the Galadrim? Genau, ich habe die Rohirrim Chargers. Oh, die sieht sick aus. Fiolo of Galadriel. Die ist, glaube ich, dann Surge-Foil, oder? Ja, die ist wieder in diesem Surge-Foil-Dings. Ich habe Hugh the Antwoord bekommen. Die ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das ist ein Mythic bei mir. Ich habe Rich of Khazad-dûm. Das ist geil. Also aus dem Film erkennst du auch sofort. Oh, shit! Als ob. Ich habe einen geilen Hit. Das ist ein Reprint. Heißt The Great Henge. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Warte mal. Muss nach. Ja, genau. Oh ja. The Great Henge unten drunter und Party Tree oben. Ja. Das ist quasi aus einem anderen Set, gab es die schon mal, aber die wurde halt Lord-ringifiziert quasi. Lord the Ring-mäßig gemacht. Und die ist echt einiges wert, glaube ich. Wie viel? Müsste ich gleich mal nachschauen. So, und die letzte Karte. Die letzte Karte, da sind die fetten Hits, also richtig fette Hits drin. Kann aber auch, wie bei mir zum Beispiel, eine Uncommon sein. Warte mal, du hast, glaube ich, auch eine gute Karte bekommen, die ja, vorletzte. Ich habe Fiale auf Galadriel oder Bridge of Khazad-dûm. Deine ist übrigens 60 Euro wert. Die Bridge of Khazad-dûm ist, glaube ich, auch nicht schlecht bei dir. Ist die voll? Ja, die ist voll. Glaube ich auch. Ist die Surge voll? Von der Kelly Surge voll? Ja, Surge, glaube ich. Das sind diese Striche, diese Linien, ja, die nochmal so extra voll sind. Ja. Ensnaring Bridge ist auch ziemlich sick, glaube ich. Könnte auch guter Value sein. Ja, ich hole mir mal lieber meine Sleeves. Meine 25 Euro, die Brücke, ja? Ja, die ist sick. Aber die Fiole sah auch krass aus. Ja, die Fiole sieht cool. Also die sieht richtig, ich finde die Fiole ist eine der coolsten Artworks, aber ich glaube, die ist leider nicht ganz so viel wert. Vielleicht irgendwie 5 Euro oder so. Danke für die Preise, Abdo-Kern. Pack ich mir die Hits hier mal hin. So, dahinter hatte ich ein Landscape. Myriad? Ja, genau. Das ist in diesem vorletzten Slot, beziehungsweise letzten Slot, weil der allerletzte Slot ist halt ein Token. Ja. Die sind, aber das, was cool an den Token ist, die sind auch Surge-voll. Das ist schon sick auch. Smog, aber den kenn ich noch. Aber der richtige letzte Slot ist entweder von, also ein Artwork von den Hildebrand-Brüdern. Ja. Oder da sind, glaube ich, die Serialized-Karten drin. Oder die Posterkarten. Und zu den Posterkarten sage ich dir noch nichts. Wenn einer die zieht, dann sieht man das direkt und die sehen echt richtig nice aus. Okay. Guck mal meine Hits hier hin. Der Holo-Effekt ist sick. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Kamera so rauskommt hier bei meinem Smoke. Ja, das ist schon. Also dieser Search-Holo-Effekt ist richtig nice, finde ich. Ich mir mal vorsichtig zur Seite, ey. 30 Euro pro Pack einfach hier. Ja. Ja, okay, aber schon mal einen guten Hit. Crazy. So. Aber das war ein sicker Pull von mir gerade mit dem Party Tree. Echt eine gute Karte. 60 Euro schmeckt schon. Was hast du noch einen Hit gehabt? Ja, dieses Hugh the Antwoord, glaube ich, war mal ein bisschen was wert, aber ich weiß nicht, wie viel das mittlerweile wert ist. Okay. Auch eine Mythic Rare. Ich kann die Packs leider nicht so aufmachen, wie ich sie normalerweise aufmache. Weil die irgendwie übelst viel Kleber oben haben. So. Aber wenigstens stimmt die Qualität der Karten, die sehen gut aus. Die Qualität ist insane. Aber muss auch bei dem Preis. Ja. War auch schon mal anders bei Magic-Produkten. Ja. So. Dann wieder die 4 Karten, die nicht voll sind. Beim dritten und vierten musst du schauen, ob du ein Nazgul bekommst. Ja. Und beim siebten und, bei der siebten und achten. Und dann Crabbing. Die sehen halt auch so cool aus in Foil, finde ich, diese Scroll-Karten.
weiß nicht, das kommt in der Kamera nicht so gut rüber. Nee, kommt echt nicht. Also meine ist so richtig golden. Das sieht halt so gelb aus. So gut aus, finde ich. Und ich finde es auch cool, dass es so ein bisschen, dieses Artwork, so ein bisschen foggy ist. Und meine erste Karte gerade hier, Lorien, 4 Euro, 5 Euro, okay. So. Ich habe leider kein Nazgul nochmal bekommen. Ich habe irgendwie was ganz Wildes. Oath of the Grey Host. Das ist eine Saga. Gott. Ja. Das ist ein Kartentyp. Ich muss kurz schauen. Ich glaube, ich sammle mal die Nazguls, die ich gefunden habe auch. Ich habe einen Gollum's Bite. Auch, wo sind wir denn? Foil oder wie? Ja. Mountain. Jetzt bin ich hier bei meinem Land. Mountain. Hast du gerade auch, glaube ich. Yes. Okay. Also die Search-Foils, finde ich, sehen echt sick aus in person. Anduril, Flame of the West. So. Oh. Die sieht auch cool aus, ey. Deine, die Anduril. Ja. Motivated Pony. The Ring Goes South. Ich hab In the Darkness Bind Them. Cooles Artwork auch, finde ich. Hier ist leider der Fokus wieder ein bisschen fucked. Irgendwie. Wegen den Foilkarten, glaube ich. Weiß auch. Es nicht. Ja, der fokussiert immer unten. Ja, ansonsten mal, kannst du mal die Karten wegtun. Ja. Oh, das wird ansonsten das... könntest du ja einen Locked-Fokus machen. Du versuchst halt die Hand immer in der gleichen Position zu halten. Vielleicht mach mal groß. Also ist okay. Wie ist es denn jetzt gerade? Ja, so? Jetzt ist, glaube ich, gerade fokussiert, ja. Okay. Versuche ich da zu bleiben. Jetzt kommen die Hits, oder? Ja. Nach dem Land kommen immer die Hits. Gimlim's Reckless Might. Fell Beast of Mordor habe ich. Chagrot. Oh, die sieht cool aus. Flowering of the White Tree. Ja, holy ist, shit. Die ist cool. Ja, sogar die einzelnen Blätter sind holo. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ja, das ist echt nice. Legolas Counter of Kill. Schon wieder einer. Ja, wir beide. Sieht cool aus. Hast du die auch in Search voll? Nee. Die hat, die hat nicht diese Striche. Idee. Oh, ich hab eine Dings, eine. Ich hab gerade gesehen. Fibo! Was denn? Ich hab irgendwas Krankes. Ja, yeah, wir beide. Gandalf the White. Das sind die Posterkarten. Ist deine voll? Nein. Meine ist voll. Meine Last March of the Elms. Ich finde die so nice. Die sind halt, die kannst du halt nicht lesen. Ja. Und ich finde die echt schön. Ja, aber können die auch was? Also, wie gesagt, es gibt da die Ring, den Ringkarte. Also, unsere beiden, glaube ich, sind jetzt nicht so gut. Okay. Gandalf the White könnte vielleicht sogar ganz okay sein. 20 Euro Gandalf, wäre geil. Ja, das ist nice. Ich glaube, meine ist nicht so gut. Das ist cool. Das Treatment von denen finde ich sehr, 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 sehr cool. Also, die sind halt wirklich eigentlich eher Sammler-Pieces und keine Spiel-Pieces. Weil das du kannst die halt Magic aus. Du kannst die halt auch nicht lesen. So. Und dahinter hatte ich ein Treasure. Genau, das sind immer die Tokens. Die Karten erinnern mich an Herr der Ringe. Echt, Sprinting Dead? Sehr eigenartig. Ist ja auch das Magic the Gathering. Und Herr der Ringe Crossover. Und die Karte, also diese Poster-Karten. Ja. Wenn du da den Ring in Foil davon ziehst, in diesem Poster-Dings, dann die kostet wahrscheinlich so knapp über 120 Euro, 130 Euro wahrscheinlich. Okay, das ist huge. Okay. So. Mordor Trebuchet. Also noch kein Nazgul, da war ein Strider. Gandalf Sanction. Wie gesagt, die Nazguls sind irgendwie ultra schwer zu bekommen, deswegen sind die auch so viel wert. Oh, den habe ich auch, glaube ich, gerade gehabt, den du hattest. Welchen? Den Watcher da, oder was war das? Oh, ne, den hatte ich in dem Modell Watcher, hattest du den auch? Ne, die sahen noch ähnlich aus. Ne, alles gut. Okay. Scarecrow und Samwise.
Forces of the Bruin, Quick Beam, Upstart, End. Der gute End. Und ich habe ein Island. Ich habe Planes. So. Call of the Ring. Mann. Muss ich ein bisschen schief halten, weil sonst, glaube ich, blendet es immer extrem. Any Thor Stones hier. King of the Oathbreakers. Riders of the Mark. Minas Morgul als Non-Foil. Boah, das sieht auch cool aus. Doors of Durin. Ja, die sieht sick aus. Aber das kommt halt wirklich nicht so rüber in der Kamera. Nee, also in echt sehen die halt echt nochmal viel insaner aus. Also die sehen wirklich richtig, richtig nice aus. Ich hab Smeargol. Boah, ich hab Mount Doom. Oh shit. Holy. Legendary Land. Sieht auch sick aus, sie ist auch Rolo. Wenn wir hier irgendwie was Fettes ziehen, Smashers war es, glaube ich, gerade, haut gerne Preise rein. Also ich weiß ja. Ja nicht, was ich jetzt liefern muss. Ich habe es jetzt auch nicht offen gerade. Ich hätte es theoretisch irgendwo in einem Tab irgendwie offen, aber da müsste ich immer suchen. Und wir haben beide Pech gehabt beim letzten Explore. Das sind halt, wie gesagt, unten, wenn du unten in der Mitte guckst, ja. Hier, da steht immer der Illustrator quasi unten drauf. Ja. Greg und Tim Hildebrand. Ja. Da sind da eben so Hildebrand-Artworks drin. Ich glaube, die Hildebrand-Artworks, die Brüder davon, die Artworks, wenn du da ein echtes Bild von denen kaufen willst, die sind, glaube ich, sehr, 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 sehr teuer. Aber die haben ihre Artworks haben so für Magic lizenziert quasi. Mhm, also für die jeweiligen, ja. Irgend so eine Corporation oder sowas gewesen. Und du dann 9 Euro, okay. Dankeschön. Es wäre halt schon echt krank, wenn einer von uns beiden eine Serialized Card ziehen würde. Ja, auch einmal sowas Fettes lacken. Bei, wo ich Yu-Gi-Oh! Hier einmal wieder aufgemacht habe, hatte ich hier diese Ghost Rare. Das war auch lächerlich selten, dass ich die bekomme. Ja. Was war das damals für eine? Weißt du das? Das Set war Ghost from the Past und ich habe Blue-Eyed White Dragon. Ach so, sogar den? Ja. Oder gab es dann nur den als Ghost Rare? Nee, es gab noch andere. Damn. Das ist halt eh perfekt gelacht. Dann. Holy shit. Goblin, kein Nazgul. Ich habe auch keinen Nazgul. Mal schauen, ob er bei den Foils vielleicht dabei ist. Voll-Nazgul wäre natürlich noch leckerer. Oh, ich habe einen. Als Foil? Nee, ja, Nazgul nice. Foil. Das ist natürlich nice. Also den Sleeve, sagst du? Ja. Eine Swamp? Ich habe einen Forest, so. Gilraen, du nicht dein Protektor. Faramir habe ich. So, jetzt kommen die Foils. Lobelia. Littlest Gaze. Galadriels Dismissal. Boah, ich habe Aragorn. Hornburg Hero. Auch cool aus in Borderless oder Full Art. Den hatte meine Mom früher einen Crush. Arwen. Oh Gott, damn, Mortal Kombat. Ich habe Mithril Code in Search Foil. Sieht auch wild aus. Ist die voll bei dir? Ja, oder? Von Arwen, ja. Ja. Yeah. Das ist krank. Oha, die sieht auch wieder aus. Faramir, Field Commander. Gimli. Könnte Hit kommen. Oh, ich habe wieder eine coole Karte. Ich glaube, ich auch. Wie heißt deine Karte? Abyssal Persecutor. Okay, okay. Ich habe Tom Bombadil. Komplett trippy, die Karte. Das ist aber echt wild, dass Magic sowas macht. Mal hier nebenbei reinfressen. Bei uns gibt es heute Froster. Oh ja. Diese Posterkarten sollen halt eben so 60er, 70er Jahre Rock-Poster darstellen. Ups. Die wollte ich sleeven. Ach ja, stimmt.
Meine Karte war das Design der Box. Ja? Ja. Ah ja, stimmt. Nice. War eine Kollabo mit Froster. Ich würde es so fertig machen, ne? Den geilen Scheiß gibt es nicht in der Schweiz. Echt nicht? Ne, es gibt keinen Froster in der Schweiz. Gibt's da, gibt's eine. Das ist halt auch kein Scheiß mit wilden Geschmacksverstärkern und so, ne? Das ist einfach. Nö. Das ist einfach relativ gut. Clean. Boah. Ich hoffe so sehr auf einen Ring. Ich habe vergessen, mein Nasgut zu schließen. Dann mache ich das bei meinem auch mal schnell noch. 20 Euro Nasgut, der muss geschlieft werden. Der war auch Holo, der Nasgut, oder? Mhm. Ja, meiner war non-Holo. Du hast Holo bekommen. Reiter auf dem Skelettpferd. Smashers. Ja, das Problem ist, von den Nazgul gibt es halt ultra viele verschiedenen Versionen, Artworks. Ja. Ja, zum Beispiel, warte mal, sag mal deine und ich sag meinen. Weil unsere sehen halt auch schon verschieden aus. Ja. Ja. Tom auch 20 Wert in voll. Meiner ist leider nicht voll, aber. Also bei dir war das ein Tom? Ja, Tom Bombardier. Okay. Achso, ich habe schon aufgemacht, ja. Ich auch. Claim the Precious. War Beast of Gorgoroth. Mirror of Galadriel. Rise of the Witch King. Frodo. Oh, ich habe den Troll von Khazad-dûm. Troll. Den Minen von Moria. Vor kurzem angefangen, Herr der Ringe mal zu lesen, tatsächlich. Meine Mama hat das vorher auch gelesen, die fand die Filme okay, aber meinte im Vergleich dazu, und ich fand die Filme echt gut, aber die meinte im Vergleich zum Buch waren die Filme auch trash, aber ist ja nicht immer so. Ist eigentlich immer so, weil du kannst halt einfach keine, was weiß ich, insgesamt 900 Seiten als, weil sie sind halt auch schon ganz schön lang, wenn du die Extended Versions von den Filmen anschaust, guckst du ja irgendwie 15 Stunden oder so fast. Krass, bei drei Filmen. Ich bin beim Forest. Bist du schon weiter? Ja. Okay. Ich hab Sting. Isengard unleashed. Isengard. Display of Power. Er war, ich glaube, er war voll der Troll, ja. Rangers of Ithilien. Boah, das hat so viel Folie. Kann ich sogar bei mir nicht erkennen. Aus, shit, ja. Die kann ich kaum erkennen. Das sieht aus wie eine Ghost Rare bei Yu-Gi-Oh! Das ist einfach nur Folie. What the fuck? Aber da sieht man den Effekt auch mal ein bisschen von diesem Search. Ja, stimmt, ja. Gandalf, Friend of the Shire. Ich habe leider gar nichts. Von Seasons Past. Leider ein Trollpack bei mir gewesen. Meinst du auch nicht so gut? Ballistic Boulder habe ich noch bekommen. Ich würde so gern eine Ringkarte ziehen. Kann auch eine ganz normale, komplett non-foil theoretisch sein. Das wäre schon geil. Weiß man da, wie die Hitrate ist? Auf irgendeinen? Von den Ringen? Mhm. Nee, ich glaube nicht. Das ist eigentlich nicht so niedrig. Weil du kriegst schon viele Mythics eigentlich. Deswegen, also es gibt bestimmt was eine Pull-Rate davon, aber die habe ich jetzt nirgendwo gesehen. Okay. Oh, Olifant. Danke fürs Rufes. Und Cyberbat, danke dir auch nochmal. Lord of the Ring bei Magic, ja, sogar zum zweiten Mal. Und das erste haben wir auch schon aufgemacht. Das ist jetzt das zweite Set. Okay. In dem Set sind hier halt eigentlich fast genau die gleichen Karten, also hast du 100% die gleichen Karten drin, nur mit anderem Style quasi, mit diesem Scroll-Style.
und eben diese Search Coils. Cool aus auch. Der Ring, aber der falsche. Der falsche Ring. Und eben diese ganz kuriosen Poster. Die sehen echt wild aus. Artworks. Ich habe leider kein Nazgul bekommen, glaube ich. Nee. Ich auch leider auch nicht. In meinem Land. Ja, ich jetzt auch. Nee, noch nicht. The Bath Song. Jetzt Island habe ich. Ein Mountain. So, jetzt kommen die Rares. Relic of Sauron habe ich. Subjugate. Aragorn, the Uniter. Ui. Sauron the Necromancer. Legendary Creature. Die ist, wenn du die im Poster bekommst, auch, glaube ich, einiges wert. Die sieht auch komplett wild aus in diesem Poster-Artwork. Ich glaube, die ist so auch ein bisschen was wert, die Sauron-Karte. Sorcerer's Squall. Olorins Searing Light. Sharky. Elven Chorus. Danke dir auch, Wasmi. Schickst mir die Länder, die Landkarte ergeben vorbei. Holy, ist das geil. Wie viele sind das? Kannst du da echt die komplette Karte mit recreaten, wenn du die nebeneinander legst? Müssten 5x2 sein. Also es müssten 10 verschiedene Länder sein. Mary. Weiß gar nicht, sollte eigentlich zusammengefügt dann schon ein Land, also die eine Karte ergeben. Ich habe hier wieder so eine Reprint-Karte, wo unten der echte Magic-Name drin steht. Ja. Und oben der, aber ich glaube, Treebeard ist nicht so gut. Das Artwork sieht auch komplett crazy aus, irgendwie. Wild. Oh, ich leg sie mal da dazu. Nochmal schnell eine Gabel. Das war halt schon bisher die Hälfte der Packs. Ja. Also eigentlich haben wir beide mit dem ersten Pack das Beste gezogen bislang. Erste war insane. Ist das Doran bei Fibu? Hast du einen Doran da liegen? Doran? Ja. Doran the Siege Tower. Hier besser erkennen. Ja, ich glaube, die Sleeves, die reflektieren halt einfach sehr, aber ist schon okay. Nimble Hobbit. Ich wieder rüber. Ich finde, die gehen aber okay auf, aber nach dem First Edition Base Set ist das, glaube ich, alles angenehm. Waren die extrem zugeklebt dann oder was? Wegen der Kleber war halt sehr hart. Okay, weil die so uralt sind, die Packs. Ja. Lip on the Ring habe ich. Das Und Buch of the Dead. Nazabul. Old Man Willow. Gollum. The Shire Scarecrow. Stone of Reach, Erek. Shire Sheriff. Oh, Fahrrad. Kein Nazgul. Kein Nazgul für mich. Ich auch wieder kein. Plains. Island. Lobelia. Baragond of the Guard. Ein Feasting Hobbit. Das ist krank. Oh, Nazgul Battle Mace. Ich glaube, das hat halt nichts mit diesem Nazgul an sich zu tun. Ich weiß nicht, wie viel das wert ist, aber ich schätze nicht so viel wie ein Nazgul selber. Courageous Resolve. Und Goldberry River Daughter. Das ist auch so ein cooler Charakter, der halt in den Filmen nicht vorkommt. Genauso wie Tom Bombadil. Die Goldberry River Daughter. Born Upon Wind. Mary. Fallen Capital. Oh, das ist wieder so eine... Was steht denn drunter? Unter dem echten... Nee, nee. Unter dem echten Namen, ganz oben.
Warhaven. Ah ja, okay. Auch wieder Search Foil. Boah, die sieht auch cool aus. Elvish Harbing. Ich habe Aragorn in Poster, aber non-foil. Die sieht auch krank aus. Das ist schade, dass die Kamera das gar nicht so einfangen kann, weil hier dieses Kleid von der Frau ist so ultra holo und das sticht so echt voll raus. Das sieht man so gar nicht. Das sieht voll 3D dann immer aus. Das ist echt krass. Mit dieser Art, ja. 25 Euro Core Haven. Solltest du vielleicht sleeven. Dann würde ich den mal sleeven. Ne, das waren die, was du dich noch dran erinnern kannst, bei dem letzten Box-Opening von Lord of the Rings, was wir gemacht hatten, waren Box-Topper dabei. Also eine so ein Extra-Pack. Ja. Und waren doch auch Länder, oder nicht? Ja, genau. Das ist, da wäre zum Beispiel dieses Corehaven auch theoretisch drin gewesen. Und da gab es, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz geringe Chance, dass das auch in diesem Search-Foil ist. Aber dieses Search-Foil kannst du jetzt hier eben auch bekommen. Also dieses Corehaven. Okay. Halt crazy. Aber non-foil 15 Euro. Ja, nice. Auch nicht schlecht. Ich habe schon drei. Ich glaube, ich hatte mir mal auch ein paar Box-Openings angeguckt von dem Set. Und mehr als drei von den von diesen Poster-Arts waren sehr, 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 sehr selten. Ja, du bist ja gut mit dabei. Also du hast wieder deutlich krass an den Shit gezogen. Mein Big Hit war noch immer hier die Brücke. Ja, und dein Corehaven jetzt auch. Ja. Ja, komm, ich will aber auch mal, lass uns auch mal was Fettes ziehen. Warbeast of Gorgoroth. Und gib mir auch mal wieder einen Nazgul, wenigstens die Adler des Nordens. Was kostet ein Pack? Um die 25 Euro. Das ganze Display kostet um die 300 Euro. Sehr krank. Sehr teuer, die Collectors Boxen. Yes. Krieg kein Nazgul mehr. Ich hab Grima Wormtongue. Aber kein Nazgul. Ich hab Naomi. Naomi? Ja. Ein Swamp. Swamp mit Mordor drauf. Ja. Lord of the Nazgul hab ich. Nice. Ich weiß gar nicht, ob der was wert ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die teuersten Nazgul-Karten sind alle die komplett normalen Nazgul. Moria Scavenger. Der gute Ork. Sieht auch wild aus. Patious Guest. Eagle of Deliverance. Minas Tirith Garrison habe ich da bekommen in dem Borderless-Slot. Oh mein Gott, ich dachte, ich hätte ihn. Aber Glamdring in Search Foil, glaube ich, ist auch nicht so schlecht. Ich habe Saurons Ransom. Ich dachte, ich habe den Ring, Mann. Ich habe aber einfach Gandalfs Schwert bekommen. Sieht der Ring ungefähr so aus? Ja, schon. Also, ich habe halt unten gesehen, dass es Silber ist. Also, dass es ein Artefakt ist quasi. Ja. Und dass es hier so an den Seiten so ein bisschen rot ist. Das habe ich halt als erstes gesehen. Und ein Mythic war es halt. Aber dann. Glamdring ist, glaube ich, gut. Samwise und Tower of Cirith Ungol. Oh, du hast schon wieder so eine Karte. Was ist das? Urborg? Urborg, ja. Urborg ist, glaube ich, auch gut was wert. Ist die auch wieder voll, Search-Foil? Die ist nicht Search-Foil, aber normal-Foil. Wieder ein Rainbow-Foil? Kann es nicht erkennen, aber im Dings. Aber ich glaube, die. Holy shit. Dann sleeve ich die mir mal. Ich glaube, die ist auch nicht schlecht. Ah, non-foil, letzte Karte leider. Chat fragt jemand, ob jemand weiß, wie viel die Serialized-Karten realistischerweise wert sind. Gab es da schon irgendwelche Sales? Ich glaube weißt schon. Ich glaube, die waren im vierstelligen Bereich teilweise. Es halt, kommt halt drauf an, was für eine Karte, und ich glaube, du musst halt auch immer einen Käufer finden. Aber wie viele verschiedene gibt es und wie viele gibt es davon jeweils? Ich glaube, es gibt 30 verschiedene und 100. Okay. 100 Serialized quasi. Und legen die offen, wie viele dieser
Displays geprintet werden? Das ist eine gute Frage, das kann ich aber nicht beantworten. Aber ich denke schon. Ich weiß nur, dass sie halt eine Chance quasi geschrieben hatten, dass du eine 0,2%ige Chance hast, eine Serialized-Karte aus einem Booster-Pack zu ziehen. Okay, dann muss es ja limitiert sein. Und dann musst du ja eigentlich theoretisch ausrechnen können, wie viele Boxen es gibt, oder? Ja. Außer die Prozentwerte stimmen nicht. Was krank wäre. Cast into the fire. Hab schon wieder ein Olifant. Last the end. March from the Black Gate, das sieht auch cool aus. Einfach das Artwork, wie Grima Saruman absticht. Unser Store-Judge von uns hat den Ring letztens für 4K verkauft. Es gibt 1 bis 100 4K Fibo. Das ist crazy. Das ist wirklich krank. Aber der Ring ist halt auch, glaube ich, die teuerste Karte, die du haben kannst. Wenn du die in Serialized hast, ist schon crazy. Und die ist bestimmt auch nochmal um einiges mehr wert, wenn du die 1 auf 100 hast. Könnte ich mir vorstellen. Ein Farmer im Fall. Ein Forest, den hatte ich schon, glaube ich. Denethor, okay. Oh, ich habe das schwarze Tor. Blackgate, okay. Aragorn. Non-Foil. Ich habe Legendary Artefakt. Sting. The Glinting Dagger. Yes, das ist der Dolch von Frodo. Eine Karte übersprungen. Call Forth the Tempest. One of the Mark. Moria Marauder. Was habe ich hier hinten bei der letzten? Oh, ich hab wieder eine... Fibu hat was Fettes. Welche ist es? Palant... Oh, die ist sick in Foil. Die ist, glaube ich, einiges. Aus. Die ist auch einiges wert. Holy shit. Ich habe nochmal ein Aragorn Company Leader. Fibu, ich habe... Ach, ich dachte, nee, doch nicht. Tamed with Discovery. Guck mal, du hast gerade gesagt, du hast nur... Ja, normalerweise kriegt man meistens nur 3. Ich habe eine. Scheiße. Habe ich bisher bei einem Opening gesehen, dass jemand eine bekommen hat. Und Fibo hat einfach 4. Ich habe da eine. Der Palantir ist sick. Crazy. Sieht halt wirklich aus wie so ein 60er, 70er Jahre Metal-Poster. Ja. Irgend so einer Doom-Metal-Band oder so. Aber im Chat gerade auch geschrieben wird, der Ring würde für 2,6 Millionen US-Dollar verkauft. Verkaufspreis war eigentlich 2 Millionen, aber nach Steuern wären es halt keine 2 Millionen gewesen. Und deswegen hat Post Malone von sich aus gesagt, ich gebe dir 2,6 Millionen, dann hast du 2 Millionen raus. Yes. Das waren kanadische Dollar. Ah. Sind die mehr wert oder weniger wert? Da kenne ich den Umrechnungskurs nicht. Sind die mehr wert oder weniger wert als der amerikanische? Viel weniger wert. Okay. Und einfach 20 Euro oder so. Hätte ich kaufen können, nice. Swarming of Moria. Komm, ein Nazgul. Ich habe einen Troll, schon wieder einen Troll von Khazad-dûm. Ringside. Getrollt. Nur ein Nazgul bisher, jeder von uns ist krank. Aber die sind halt auch wirklich, wirklich selten. Sarumans Trickery. Lost to Legend. Und eine Mainz. Ebene. Yes. Moria Marauder. Tear on the Shipwright. Pippin. Gandalf der Graue. Oh shit. Sieht nice aus. Und das Artwork auch, wie das Schwert so leuchtet im Foiling. Ja. Ramas Ekor. Oh, die hatte ich auch. Die Karte sieht krank aus. Holy shit.
Keine Ahnung, was die wert ist. Ich glaube, die ist nicht so viel wert, weil es eine Commander-Karte ist. Der sieht auch cool aus. Isildur's Fateful Strike. Echt crazy. Wie Isildur Sauron den Ring abschneidet von seinem Finger. Lighted Halfling. Was hab ich denn hier? Elissa Elfstone, Klausstone Curio. Ich habe einfach nochmal Urborg, aber diesmal non-foil. Du hast halt dafür da von denen viel mehr. Ja. Das hier ist jetzt meine. Ich hab drei. Meine erste. Hier. Halfling ist doch ein Zehner. Echt? Hattest du den oder ich? Ich, die hier. Halfling, okay. Warte, ich krieg's nicht weg. Mal zum Sleeven dazu hier. Aber Elissa, der Elfstone. Und Mirrored Landscape. Zwei Packs habe ich noch. Wie viel? Zwei? Ja. Ja, sehr. Also ich habe noch nicht so fett gelackt. Ich glaube, du hast definitiv auch keine 300 Euro raus, aber du hast, glaube ich, mit deinen vier Rockstar Artworks da schon ganz gut gelackt. Ja, der, vor allem der Palantir. Ich weiß gar nicht, was der wert ist. Muss ich gleich mal schauen. Palantir ist, glaube ich, extrem krank. Gerade halten. Ich versuch's mal. Versuchen wir, warte mal. Ja. Noch einmal, ob es dann besser wird. Oder noch schlimmer. Ich glaube, einfach ein bisschen tiefer ist besser. Da ist mehr von der Karte drin, ist der Fokus mehr drin. Wenn du die Karte tiefer hältst und nicht so hoch. Ah, so? Ja, ich glaube, ist okay. Doch ein bisschen schiefer halten gleich. Danke, The Real One Gamer. Tue ich gut. Saruman, der Weiße. Pathfinder. Mouth of Sauron. Oh, ich hab Kolibri. Kingfisher. Nasty End wieder. Eowyn, Lady of Rohan. Nochmal Saruman, der Weiße. Gorbak of Minus Morgul. Mountain. Warum Mountain? Flowering of the White Tree hatte ich gerade schon in Holo. Das ist aber Non-Holo jetzt, glaube ich, bei dir, oder? Ja. Wall of Gil. Oh, Galad. Lord of the Nazgul hattest du gerade auch, ne? Ja. Konnte der was? Das weiß ich nicht, aber ich glaube eher nicht. Okay. Ich glaube wahrscheinlich irgendwas. 4-5 Euro Karte oder so. Oh, Anduril. Anduril. Nice. Und Lobelia Sackville. Baggins. Legolas Quick Reflexes, habe ich gehört, soll eventuell, das ist der einzige, also die einzige Box, wo du die Karte bekommen kannst. Okay. Die soll scheinbar in Commander-Decks extrem viel benutzt werden, die grün halt benutzen. Ja. Und deswegen wird spekuliert, ob die später mal extrem steigt im Preis. Jetzt gerade 10 Euro scheinbar. Yes. Darauf wollte ich hinaus, dass das ein eigentlich nicht schlechter Hit ist. Miss of Lorien. Lofo Corrupt Sheriff. Souls Attendant. Ich will doch nur einen Ring. Ich will mal überhaupt was in Fieber. Und du hast eigentlich eh ganz coole Sachen. Also diese Länder, die du bekommen hast, sind alle sehr, sehr nice. Drei Länder, du hast ja ein halbes Poster, hast du da liegen. Ich hab einen River Kelpie, Alter. Mhm. Irgend so ein. Guck dir mal den an. Nur ein Pack. Guck dir mal die Fresse von dem an. Muss ein bisschen tief fallen. Das sieht aus wie Armin. Oh, warte mal. Oh, ich hab bei meinem geguckt. Aber Last Pack Magic, ich glaube noch dran. Como! Aber Magic bringt auch schon sehr viel raus, oder? Ja, das ist auch einer der Gründe, warum die Magic Player Base gerade ein bisschen abgefuckt ist, weil es viel zu viel ist auf einmal.
War halt ja, damals so in den 2000ern oder so, gab es halt irgendwie 3 Sets pro Jahr oder so. Und mittlerweile kriegst du halt irgendwie 6, 7 Sets und dann noch so irgendwelche Special Sets für alles mögliche andere. Das ist halt schon geisteskrank. Das hat Dalu bei One Piece schon gesagt, dass One Piece viel zu viel rausbringt, du kommst nicht hinterher. Okay. Der Lord of Nazgul kostet zwischen 5 und 12 Euro, je nachdem, ob er silbervoll ist oder normalvoll. Okay. Alright. Besser als nicht. So, letzte Pack kommt, gib mir doch auch nochmal eine. Ein Hit, wenigstens ein Nazgul. Ja, ich will auch noch einen Nazgul. Und einen Ring. Serialized. Hatte ich doch auch schon Eowyn. Lost to Legend. Awesome. Olifant hat man dreimal. Gib mir Count of Kills. Nazgul. Nein. Oh, ich hab Bilbo, den Retired Burglar. Perfekt. So, Insel. Ich hab einen Swamp. Da passt doch, zum Swamp passt doch der Ring dazu. Komm, bitte. Vor allem in Poster. Ich hab Harry Potters Patronus. Nice. Nee, Fibu! Was? Ich hab einen Ring! Nein! Ich hab den einen Ring! Ist der voll? Der ist voll. Oh shit. Ich hab einen Ring. Schon wieder einen Ring, Mann, ich brauche auch einen Ring! Aber nix Serialized, nix. Aber ich hab den einen! War ein scheiß Ring, Mann. Vielleicht ich hab auch nicht einen Ring. Vielleicht ist hinten bei dir noch ein Serialized Ring jetzt drin. Let's go. Last Pack Magic, ich hab's doch gesagt. Mann, ich brauche einen Ring. Wo ist mein Ring? 2 Millionen, ich rufe. Hat jemand die Nummer von Post Malone? Ich tweete den an. Ich weiß auf Fibu. Ich hab nichts, glaube ich. Nein! Es hätte der Ring sein können. Ich hab Anduril, Flame of the West. Wie teuer ist der normale Ring hier? Irgendwas, wahrscheinlich 50, 40 Euro oder so. Ja, ich will nochmal was Fels für Arboreal Alliance. Ich hab Anduril, falsch. Palantir of Orthanc, das ist eine Mystic. Ja, das ist fette Lecke? Das ist die ich hier habe. Warte, das ist, das ist eigentlich dein. Also deine ist die normale Karte. Okay. 160, wenn der voll ist. Also der Ring selber nicht voll, aber hier der ganze Rest ist voll. Also was ist das dann genau? 150? Ich glaube, das 150 sind, Mann. Also der Ring selber ist nicht voll. Das hier ist alles voll. Die Rahmen. Ja, das ist aber Silber, glaube ich. Oh, die packe ich mir gleich schon ein, ey. Ach du Scheiße. Kann ich jetzt noch einen Ring hinter bekommen, Fibo? Kannst du, ja. Nee, Fibu, nee. Den Poster. Hier nach, oder? Ja, danach, ja. Ich hab ein Poster, Fibu. Das bei dir ist auch. Bei dir. Aber die ist voll bei dir, oder? Ja. Die sind voll so sick, finde ich. Legendary Creature, Godbart. Ich hab nichts. War immer noch ein Ring. Ich sag's doch, Last Pack Magic bei mir. Brauch doch auch einen Ring, Mann. Den lasse ich graden, Fibo. Ja, auf jeden Fall. Oder warte, erst mal angucken. Okay, also hatte ich 2 von den Poster Artworks. Tom Bombadil ist, glaube ich, auch nicht schlecht als Poster tatsächlich. Was klebt denn hier? Klebt halt was am Sleeve dran. Was ist denn das für ein Kack? Ich habe das Schwert von Aragorn, das Schwert von Gandalf. Ich glaube, das Schwert von Legolas, nicht Legolas, von Frodo hatte ich auch. Aber nicht den Ring. Wo ist mein Ring? Ich glaube, ich habe ein bisschen Whitening, Fibo. Aber ganz wenig, oder? Ja, unten rechts und oben links. Da ist ein weißer Speck unten. Da auch. Das sieht man aber natürlich noch mal viel mehr, wenn das so eine dunkle Karte auch ist. Oh, die sieht schon sick aus. Holy shit, Mann. Hat trotzdem noch mal einen Ring hinten rausgezogen, ey. God damn. Ja, vor allem, aber als ob der fucking 150 Euro oder so wert ist. Der geisteskrank. Aber was ist sie denn dann gegradet? Aber du hast doch mal gesagt, Magic ist nicht so viel teurer, ne? Warte mal. Ich kann dir mal die Seite hier kurz schicken.
Warte, ich packe die kurz ein. Das ist, die zweiteuerste Karte im Set einfach. Echt? What the fuck? Ja, also halt jetzt mal ausgenommen von den Serialized-Karten. Let's go, ey. Boah, da haben wir hinten raus noch gelackt. Holy shit, bis dahin war das eine Trashbox. Also das ist jemand Tom Bombadil? $172 oder so sagt das. Tom Bombadil. Foil? Ja. Steht auf der Seite bei knapp $25. Ja, okay. Also sind das meine beiden Hits hier. Eieiei. Verlieren manche Karten beim Match nicht so graded wert? Ja, dann würden Leute die ja nicht einschicken. Da wird es ja gar keinen Sinn, die einzuschicken. Also, das Ding ist halt, dass Magic viel gespielt wird und je neuer die Karten sind, desto weniger Sinn macht es halt im kürzeren Zeitrahmen Sachen zu graden, aber wenn du die Karte einfach nur aufhebst für später und eine 10 halt hast, dann lohnt sich das vielleicht irgendwann mal schon. Vor allem die Frage ist halt, wie oft jetzt diese Ringkarte auch nochmal gereprintet wird, weil so oft kann das ja eigentlich nicht sein. Ich glaube, ich möchte die trotzdem einschicken. Vielleicht muss ich gucken, wo ich meinen anderen Ring habe. Weil ich werde die ja definitiv nicht spielen. Aber dann habe ich die halt lieber in einem Case, als sie so rumfliegen zu haben. Nee, die würde ich auf jeden Fall graden. Ja, dann geht doch mal wieder eine Magic-Karte zum PSA. Ja, nice. Aber warte mal, ich glaube, ich habe hier noch eine ETB. Kann ich die Karten da lieber reintun? Ja, also bis dahin war deine Box weit vorne. Ich glaube, du hast aber trotzdem ganz gut gezogen. Aber ich glaube, jetzt am Ende habe ich doch dann knapp. Ich glaube, dass du tatsächlich den Wert deiner Box sogar raus hast. Ich nicht, glaube ich. Stimmt, wenn der eine Ring schon mehr als die halbe Box bezahlt, dann hier mit meinen anderen kleineren Hits. Da waren ja auch ein paar 4-5 Euro Karten drin. Und voll viele 20-25 Euro Karten hattest du ja auch mit den... Ja, stimmt, ja. Also schon krass. Packe ich mir jetzt wieder vorsichtig hier rein. Ja, nice, geil. Da kann ich wieder als YouTube-Titel machen. Wir suchen wieder den einen Ring und ich kriege ihn tatsächlich wieder. Das ist halt krank, ja. Back to back der Ring. Geil. Boah, ich hoffe, aber da kommt noch mehr mit von Magic zu Lord of the Rings, oder? Erstmal ist, glaube ich, noch nichts geplant, tatsächlich. Okay. Du musst dir mal kurz die Karte hier noch anschauen. Das ist einfach die Ringkarte in Border. Im Poster. Da hätte ich überlegen müssen, wo der Ring ist. Ist einfach nur dieses Auge in der Mitte. Ja, und außenrum halt. Sieht gut aus, ja. Die ist halt insane. Das ist halt die teuerste Karte quasi, die du haben kannst. Und das war scheinbar... Vorhin hat ja irgendjemand gesagt, dass irgendjemand die Serialized für 4K verkauft hatte und das ist die dann in Serialized quasi gewesen. Okay. Denke ich mal. Mann, also eigentlich habe ich Bock, sowas dann nochmal aufzumachen, aber es ist halt leider... Wir haben jetzt zu zweit hier für 600 Euro Magic Packs aufgemacht. Also, ja, das ist halt also Sascha von Cardball ist halt auch jemand. Also langsam wird halt aber knapp mit dem monatlichen Budget, was wir für die Karten eingeplant haben. Aber trotzdem also, cool. Die Packs hier sind halt auch so ultra volatile. Das ist halt extrem, wie gut die sein kann in der Box oder wie schlecht sie sein kann. Ja. Ich habe jetzt, also wenn das letzte Pack nicht gewesen wäre, hätte ich echt eine Arschbox gehabt, glaube ich. Ja. Also ja, eher unteres Mittelfeld, ja. Ja. Ja, aber coole Karten. Ich finde diese Posterkarten halt ultra nice. Viele haten die halt extrem. Aber das ist halt, finde ich, was eine Collectors Box eher ausmacht, finde ich. Was so unique Shit drin. Ja. Sehr cool ist. Die finde ich schon sehr cool. Ja, aber nice. Ich hab auch ganz gut gelackt mit dem Party Tree im ersten Pack. Das ist wirklich eine crazy, ja, also bei, crazy Hit. Bist du dann am Ende gelandet? Bei 150 bis 200 bist du aber auch gelandet, glaube ich, ne? Ja, bestimmt. Den ganzen kleinen Scheiß noch dazu. Auf jeden Fall. Ja. Ja, cool. Dann aber auch nochmal Dankeschön an Sascha. Beziehungsweise Card Buddies. Oder war Sascha gerade? Oh, guck mal, hier ist direkt Magic the Gathering. Was gibt's denn jetzt noch? Das hatten wir gerade. Lord of the Rings, Tales of Middle-Earth. Ja, okay, kannst auch einzeln die Sachen kaufen. Aber ja, schaut gerne mal vorbei, wenn ihr Bock habt, selbst mal wieder was aufzumachen. Das hier habe ich übrigens auch. Das hat Dalu mir empfohlen. Das soll ich mir zuschicken lassen von den Card Buddies. Yu-Gi-Oh! 25th Anniversary Rarity Collection.
Da gibt es wohl, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch ein paar Reprints. Davon habe ich auch eine Box. Ich glaube, ich habe seit Ghost from the Past kein Yu-Gi-Oh! Mehr aufgemacht. Also da werden wir auch eine von zusammen im Stream aufmachen. Und bei Pokémon gibt es ja jetzt auch ein neues Display. Und zwar Paradox Rift. Oh ja. Eigentlich müssen wir das mal aufmachen. Einfach Paradox Rift. Sure. Da hab ich auch zwei von da. Also bei Pokémon kommt ja auch super viel raus. Da mal wieder mit dem Display, da gehen wir auch rein. Habe ich auch bekommen von den Card Buddies, wenn ihr da mal euch wieder gut bestücken möchtet. Ausrufezeichen CB im Chat. Auf YouTube in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr auch 5% sparen mit meinem Rabattcode Trelux. Da gibt es schöne Sachen. Und davon hat Dalu sich ein ganzes Display mitgenommen. Pokémon Trick or Trade. Ich weiß nicht, was das ist. Das war so eine Halloween-Pokémon-Special. Da habe ich leider nichts von. Da kostet ein Booster 1 Euro. Wie viele? Da sind aber auch nur 3 Karten drin. Ist auch nochmal so ein Special. Das gibt es auch alles bei den Card Buddies. Und bald hoffentlich sieht man bei Vorbestellung schon was. The Lost Cavern, war das das, was du gesagt hast? Lost Caverns of Ixalan müsste das sein. Ja, genau, da kann man vorbestellen. Das sind die Commander-Decks, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht, ob das nur ein Pack, so kleine Dinger. Nee, Commander-Decks sind das, also ja. So ein Precon-Decks quasi, ja. Genau, aber Disney Lorcana werden wir dann... Lorcana ist auch sick halt, ja. ...auch mal aufmachen. Yes. Da habe ich jetzt eins... Vom ersten Chapter habe ich, das werde ich aufmachen. Und da kommt ja jetzt, glaube ich, Ende Dezember oder Anfang Januar kommt da der zweite Print. Bis dahin werde ich es auch spielen können. Ich weiß, dass Kevin sich auch ein Starterdeck geholt hat. Franzi hat eins, Steve hat eins. Also wir werden dann auch im Stream mal ein bisschen Disney Locana spielen. Das ist ein neues CCG, was richtig groß schon ist und groß wird. Und da kann ich mal von Anfang an dabei sein. Sind diese First Chapter eigentlich immer First Edition dann auch? Ja, aber die kriegen jetzt einen Reprint und die werden optisch nicht zu unterscheiden sein vom ersten Print, laut Ravensburger. Okay. Aber es wird spekuliert, weil die Displays sind so, ich zeig's mal hier. Die sind nicht in einer Tüte drin, sondern du hast den nackten Karton und hinten ist so eine Aufrisskante, wie bei Amazon, wo du dann so Riffeln hast und du ziehst sie so auf. Und deswegen ist es so, dass du durch so eine Lücke theoretisch die Booster daraus fettfingern könntest, weil das über die komplette Seite geht. Ja, deswegen hatte Dalu spekuliert, dass die zumindest die Box verändern, dass man da nicht einfach die Karten rausziehen kann. Und auch wenn die Karten dann nicht unterscheidbar wären, wenn die Box anders ist, hast du dann die echte Erstauflage und das könnte krass sein. Davon habe ich nämlich mir noch 8 Stück gekauft von Lorcana. Oh, Steve ist gerade im Chat, will Lorcana mit aufmachen. Ja, habe ich hier irgendwas von Lorcana? Nee, habe ich nicht. Komm, wir überlegen noch mal was zu bestellen, aber du kommst halt irgendwie kaum noch an irgendwelche ran. Ja, Lorcana ist schwer. Steve, ich hab dir aber ein... Kann ich dir sonst noch geben, Steve? Ich habe nämlich dir auch ein... Warte mal, ich bin hier falsch. Ich hab dir auch ein Starterdeck gekauft. Ich hab mir eins gekauft, Franzi eins gekauft und eins habe ich für dich gekauft, Steve. Weil wenn wir im Urlaub da sind und spielen wir da alle Doppelkopf und wir raffen das nicht und haben keinen Bock drauf, dann dachte ich, da könnten wir mit Franzi zusammen Disney Lorcana spielen. Also das ist so ein Starter-Set, wo du halt ein Deck hast, was sofort spielbar ist und ein Pack ist drin. Da kannst du halt mit den Disney-Charaktern spielen. Und die bekämpfen sich dann nicht mit irgendwelchen Attacken und machen 50 HP Damage, sondern die besingen sich im Disney-Style. Die singen dann irgendwie Lieder gegeneinander und so spielt man dann damit. Klang ganz cool. Aber da möchte ich mich reinfuchsen in Disney Lorcana. Ja, Disney Lorcana, der Playstyle ist sehr, sehr nice. Also sehr Magic einfach. Magic-lastig. Ja, einfach würde ich jetzt noch nicht sagen. Es gibt halt einfach noch nicht so viele Karten. Und deswegen ist es halt noch nicht so extrem verschachtelt. Aber ja, also ich glaube, dass das gutes Potenzial hat. Vor allem, weil die Marke dahinter halt riesig ist. Also. Und weil du von Anfang an dabei sein kannst, wenn du jetzt reingehst. Ja. Und nicht noch 20 Jahre Magic oder Pokémon aufholen musst, um zu gucken, was Meta ist. Okay. Ja, dann Dankeschön auch an die Leute auf YouTube, die zugesehen haben. Lass gerne Feedback da, damit Fibu und ich hier in Zukunft weiter solche Duo-Openings machen können. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Later! Later!